Weißt du alles zum Weißen Sonntag? Oder sind die Frankfurter besser in diesem Quiz? Am Weißen Sonntag endet A. die Fastenzeit, B. das Kirchenjahr oder C. die Osteroktav? Keine Ahnung. Warte, der wievielte ist heute? Der 18. Ja, Fastenzeit oder so. Ich würde sagen, die Fastenzeit. Das Kirchenjahr. Die Fastenzeit. Die Fastenzeit. Nein, die endet mit Ostern. Das Kirchenjahr? Ich weiß es nicht. Das Kirchenjahr? Osteroktav. Die Osterwoche, die auch Osteroktav genannt wird, endet mit dem Weißen Sonntag. Der Weiße Sonntag hat seinen Namen A. von den Taufkleidern oder B. von den Brautkleidern oder C. von den Erstkommunionkleidern. Jetzt habt ihr mich erwischt, ich weiß es auch nicht. Ehrlich nicht. Erstkommunionkleider. Erstkommunionkleider. Erstkommunionkleider, oder? Taufen. Nee, Erstkommunion würde ich mal sagen. Kommunion. Von den Taufkleidern? Taufkleider. Ja, die gibt's halt schon viel länger, oder? Traditionell wurde an Ostern getauft. Die erwachsenen Täuflinge haben ihre weißen Gewänder dann bis zum darauffolgenden Sonntag getragen. Deshalb wurde dieser Sonntag auch Weißer Sonntag genannt. Erstkommunion feiert man am Weißen Sonntag seit A. 2000 Jahren oder B. seit 500 Jahren oder C. seit 50 Jahren. Das ist auch so eine schwierige Frage. Also das würde ich ganz nach hinten setzen, ganz nach 2000 Jahre zurück. Ich sage seit 50 Jahren. Keine Ahnung. 50? Ich würde mal sagen 2000. Seit 500 Jahren. Taufe, Erstkommunion und Firmung wurden auf dem Trienter Konzil Mitte des 16. Jahrhunderts voneinander getrennt. Seitdem wird die Erstkommunion bevorzugt am Weißen Sonntag gefeiert. Und, hättest du es gewusst? Für die Frankfurter waren die Fragen wohl etwas zu knifflig.